Diese Erfahrung machte ich, als ich 25 Jahre alt war. Ich erhielt eine Einladung zur Hochzeit eines Freundes. Dieser Freund wohnte in einer anderen Stadt, und ich hatte vor, 3 Tage bei ihm zu bleiben. Ich freute mich auf die Hochzeit, denn ich hatte meinen Freund seit 6 Monaten nicht mehr gesehen. Doch in der Nacht, nachdem ich bei meinem Freund angekommen war, erhielt ich einen dringenden Anruf von meiner Familie. Sie teilten mir mit, dass mein Großvater zu Hause gestürzt war und zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ich war sehr besorgt über diese Nachricht. Mir war bewusst, dass die Gesundheit meines Großvaters für die ganze Familie sehr wichtig war, und so beschloss ich, sofort nach Hause zu fahren. Als mein Freund von meiner Situation erfuhr, schlug er mir vor, am nächsten Morgen nach Hause zu fahren. Es war bereits zu spät, und er hielt es für gefährlich, das Fahrzeug über längere Zeit in der Nacht zu fahren. Obwohl der Rat meines Freundes vernünftig war, konnte ich die Bedürfnisse meiner Familie nicht ignorieren. Gegen 2 Uhr morgens verabschiedete ich mich von meinem Freund und machte mich auf den Heimweg. Ich machte mir Sorgen um den Gesundheitszustand meines Großvaters. Auf der Fahrt rief ich meine Familie an, um mich nach dem aktuellen Zustand meines Großvaters zu erkundigen. Sie sagten mir, dass die Ärzte ihr Bestes täten, um ihn zu behandeln, aber dass die Einzelheiten ungewiss seien. Auf meinem Heimweg gab es nicht viele Autos. Es gab noch keine Autobahnen wie heute. Ich fuhr eine schmale Landstraße entlang. Plötzlich bemerkte ich einen Pickup, der aus der Gegenrichtung kam und sein Fernlicht eingeschaltet hatte. Er fuhr auf meiner Fahrspur, und ich wich hastig nach rechts aus, um ihm auszuweichen. Da die Straße zu schmal war, konnte ich dem Fahrzeug nicht vollständig ausweichen. Leider kollidierte ich mit dem Pickup. Nach dem Aufprall verlor ich die Kontrolle über mein Fahrzeug. Es kam von der Straße ab und stürzte in ein nahegelegenes Feld. Es ging alles so schnell, dass ich keine Zeit hatte, weiter zu reagieren. Nach dem Unfall stellte ich fest, dass ich sehr schwer verletzt war. Ich spürte Schmerzen am ganzen Körper. Ein paar Minuten später fuhr ein Bus an der Unfallstelle vorbei. Er hielt sofort an und beschloss, mich in ein nahegelegenes Krankenhaus zu bringen. Sie hoben mich in den Bus und informierten das Krankenhaus. Auf dem Weg zum Krankenhaus wurde ich zunehmend bewusstlos. Im Krankenhaus begannen die Ärzte, mich zu behandeln. Die Schmerzen, die ich in meinem Körper spürte, waren unerträglich. Ich lag auf dem Bett im Operationssaal, und seltsame Gerüche erfüllten meine Umgebung. Ich begann an allem zu zweifeln und war frustriert über alles und jeden. Ich hatte das Gefühl, mein Leben sei ein einziges Chaos. Meine Gedanken überschlugen sich mit Beschwerden und Wut. Ich hatte keine Narkose bekommen und war nicht ins Koma gefallen. Jeder Atemzug, den ich tat, war eine Tortur. Die Schmerzen, aus denen es kein Entrinnen gab, ließen mich hilflos und verzweifelt erscheinen. Plötzlich spürte ich eine Erleichterung, die ich noch nie zuvor empfunden hatte. Dieses Gefühl war das Gegenteil des Schmerzes, den ich noch wenige Minuten zuvor empfunden hatte. Ich hatte das Gefühl, dass alles perfekt geworden war. Als ich meine Augen öffnete, schwebte ich über meinem Körper. Ich stellte fest, dass ich die Gedanken der anderen wahrnehmen konnte. Ich konnte die Anspannung und Sorge der Krankenschwestern wahrnehmen. Eine der Krankenschwestern dachte bei sich, wie traurig es war, dass dieser junge Mann auf diese Weise gestorben war. Ich wollte ihr sagen, dass es mir gut ging und dass es keinen Grund zur Sorge gab.
Ich wollte diese Krankenschwester mit meiner Hand ohrfeigen. Stattdessen fuhr meine Hand durch ihre Schulter, ohne sie zu berühren oder ihr Widerstand zu leisten. Dieses seltsame Gefühl verwirrte mich sehr. Ich begann zu begreifen, dass ich mich jetzt in einem ganz bestimmten Zustand befand. Ich versuchte, ihr meine Gedanken durch Gedanken oder Absichten mitzuteilen, aber sie reagierte nicht. An einem Punkt dachte ich an meine Mutter. In diesem Moment erschien ich ihr sofort. Ich sah, wie sie sich darauf konzentrierte, Gemüse zu waschen und die Zutaten für das Abendessen vorzubereiten. Diese Szene war für mich sehr merkwürdig, weil ich mich an zwei Orten gleichzeitig befand. Ich versuchte, sie von hinten zu umarmen, aber als meine Hand ihren Körper berührte, ging meine Hand direkt durch ihren Körper. Ich habe auch einige Freunde besucht. Ich versuchte, mit ihnen zu sprechen und ihnen meine Gefühle mitzuteilen, aber sie schienen mich nicht zu sehen oder zu hören. Es war, als befände ich mich in einem Parallelraum, der von der realen Welt getrennt war. Während ich an meinen Großvater dachte, brachte mich eine Kraft zurück in das Krankenhaus in meiner alten Heimat. Als ich die Station betrat, sah ich meinen Großvater in einem Krankenhausbett liegen. Ich konnte spüren, dass sein Leben schwand. Die Ärzte und Schwestern taten ihr Bestes, um ihn zu retten. Ich flog zum Bett meines Großvaters und spürte seinen schwächer werdenden Atem. In diesem Moment geschah etwas Seltsames, mein Großvater schien mich sehen zu können. Obwohl er nicht mehr sprechen konnte, konnte ich an seinem überraschten Gesichtsausdruck ablesen, dass er sich meiner Anwesenheit bewusst war. Obwohl wir uns nicht mit Worten verständigen konnten, schienen sich unsere Seelen in diesem Moment zu vermischen, und wir spürten die Anwesenheit des jeweils anderen. Es war eine Verbindung, die über das Physische hinausging. Ich legte meine Hand sanft auf seine, in der Hoffnung, Wärme und Stärke zu vermitteln. Obwohl er nicht reagieren konnte, war ich sicher, dass er meine Anwesenheit spürte. Plötzlich ertönte ein durchdringendes Geräusch aus der Maschine neben mir. Ich wusste, dass mein Großvater verstorben war. Mein Herz war von Trauer erfüllt. Als ich jedoch auf den Körper meines Großvaters blickte, trat ein kleiner Lichtball aus seiner Stirn hervor. Sie wirbelte herum und strahlte ein schwaches, warmes weißes Licht aus. Diese Lichtkugel wurde immer größer und größer. Mit der Zeit nahm die Lichtkugel die Gestalt meines Großvaters an. Ich traute meinen Augen nicht und fragte ihn, "Bist du das? Großvater?" Ich hörte eine vertraute Stimme, "Baby, es ist so schön, dich zu sehen." Aufgeregt rannte ich auf ihn zu und umarmte ihn ganz fest. Für einen Moment schien die Zeit stehen zu bleiben, und unsere Verbindung zueinander war wiederhergestellt. Mein Großvater fragte mich neugierig, "Warum bist du hier?" Ich erzählte ihm von meinem Erlebnis, einen Autounfall gehabt zu haben. Während wir ein paar Worte wechselten, erschien vor uns ein Tunnel mit einem sanften Lichtschein. Dieser Tunnel strahlte eine geheimnisvolle Atmosphäre aus, als wäre er ein Tor zu einer anderen Welt. Wir beschlossen, den Tunnel gemeinsam zu erkunden. Der Tunnel leuchtete hell. Als wir den Tunnel betraten, begann die Landschaft um uns herum zu verschwimmen, als hätten wir die Grenzen von Zeit und Raum überschritten. Der Blick aus dem Tunnel war wunderschön und exotisch. Wir gingen weiter durch den Tunnel, unsere Herzen waren voller Vorfreude. Im Tunnel schien meine Seele gereinigt zu werden. Am Ende des Tunnels sahen wir ein gleißendes Licht. Ich drehte meinen Kopf und sah meinen Großvater an,
dessen Gesicht vor Freude strahlte. Wir genossen diesen wunderbaren Moment, in dem unsere Seelen ein Zuhause gefunden hatten. Nachdem wir durch das gleißende Licht gegangen waren, war es, als hätten wir ein Haus betreten, das wirklich uns gehörte. Hier spürte ich einen Frieden, den ich nie zuvor empfunden hatte. All die Dinge, die ich auf der Erde für wichtig hielt, waren hier verloren. Unsere Seelen schwebten frei in dieser neuen Welt. Alles schien so perfekt, frei von Schmerz und Sorgen. Plötzlich tauchte ein Mann vor uns auf, seine Gegenwart war voller Weisheit und Mitgefühl. Er streckte die Hand aus und hielt zärtlich die Hand seines Großvaters. Ich konnte spüren, wie die Liebe zwischen den beiden floss. In diesem Moment begann dieser Mann, dem Großvater zu helfen, sein Leben Revue passieren zu lassen. Von seiner Kindheit bis zum Erwachsensein, von seiner Familie bis zu seiner Karriere. Jede Erfahrung wurde in einen klaren Fokus gebracht. Ich konnte die Gefühle meines Großvaters spüren, von Lachen und Freude bis hin zu Frustration und Traurigkeit. Im Laufe der Erinnerungen verstand ich auch das Wachstum und die Lektionen, die mein Großvater im Laufe seines Lebens erfahren hat. Sein Leben war voller Bedeutung und Wert, und seine Liebe brachte den Menschen um ihn herum unendliche Wärme. In seiner Gesellschaft wurde die Seele meines Großvaters geläutert. Mein Herz war voller Verlust, als mein Führer mir schließlich mitteilte, dass ich noch nicht in der Lage sein würde, meinem Großvater im Himmel Gesellschaft zu leisten. Ich flehte den Führer an, in dieser schönen Welt bei meinem Großvater zu bleiben. Mein Großvater legte mir zärtlich die Hand auf die Schulter. Sein Blick war voller Liebe. Er sagte mir, mein liebes Kind, deine Mutter braucht dich immer noch, und es gibt viele verlorene Menschen, die deine Hilfe und Führung brauchen. Wenn du auf die Erde zurückkehrst, kannst du deine Erfahrungen nutzen, um denen zu helfen, die in Not sind, um ihnen Wärme und Mut zu geben. Seine Worte berührten mein Herz und ich verstand, dass ich mich nicht von meiner Verantwortung auf der Erde verabschieden konnte. Mein Großvater und ich umarmten uns fest und gaben uns gegenseitig unsere letzten Wünsche. Ich sah, wie mein Führer meinen Großvater zu einer großen Tür führte. Diese Tür leuchtete in einem gleißenden Licht und schien zwei Welten zu verbinden. Als mein Großvater durch die Tür trat, verwandelte sich die Kleidung, die er trug, allmählich in eine weiße Robe. Dieses Gewand strahlte ein reines und strahlendes Licht aus. Auch sein Gesicht begann sich zu verändern, seine Falten begannen zu verschwinden und seine Augen wurden heller. Er sah viel jünger aus und war voller Vitalität. Hinter der Tür drehte sich mein Großvater um und winkte mir zum Abschied zu. Obwohl wir im Begriff waren, uns zu trennen, konnte ich seine Liebe und seinen Segen spüren. In diesem Moment verstand ich, dass dies kein endgültiger Abschied war, sondern ein vorübergehender Abschied. Ich war mir sicher, dass sich unsere Seelen irgendwann wieder vereinen würden. Ich beobachtete meinen Großvater, bis seine Gestalt völlig hinter der Tür verschwand. Ich spürte, wie eine unsichtbare Kraft mich in die reale Welt zurückholte. Ein strahlendes Licht umgab mich und hüllte mich darin ein. Nach einer Weile wurden das Krankenhauszimmer und die Menschen um mich herum allmählich klar. Ich lag in einem Krankenhausbett, und der Geruch von Medikamenten durchdrang meine Umgebung. Meine Mutter hielt meine Hand fest umschlungen. In ihren Augen stand Sorge. Als ich nach Hause kam, erwähnte meine Familie den Tod meines Großvaters nicht, aber ich wusste, dass auch ihre Herzen von Trauer und Sehnsucht erfüllt waren. An diesem Abend beschloss ich, ihnen von meinem Erlebnis zu erzählen.
Die Atmosphäre war etwas schwer, als wir im Wohnzimmer saßen. Ich erzählte ihnen von meiner Begegnung mit meinem Großvater. Ich beschrieb diese schöne Welt. Ich drückte es in Worten des Trostes aus, um sie wissen zu lassen, dass es meinem Großvater jetzt gut ging. An diesem Ort war Großvater von seiner Krankheit und seinen Problemen befreit und lebte ein gutes Leben. Zuerst glaubten sie mir nicht ganz, aber meine Worte und meine Mimik waren voller Aufrichtigkeit und Entschlossenheit. In diesem Moment spürte ich, wie die Augen meiner Familie allmählich ruhiger wurden. Sie konnten ihren Großvater zwar nicht direkt kennenlernen, aber sie wollten glauben, dass er in dieser Welt ein glückliches Leben führte. Wir saßen schweigend beieinander, unsere Herzen voller Gedanken und Wünsche für unseren Großvater. Von dieser Nacht an haben wir uns allmählich mit dem Verlust unseres Großvaters abgefunden. In den letzten Jahren habe ich eine deutliche Zunahme der gesellschaftlichen Akzeptanz dieses Phänomens festgestellt. Immer mehr Menschen sind bereit, sich meine Geschichte anzuhören, und sie zeigen mehr Interesse an meinen Erfahrungen. Es gibt jedoch immer noch einige Menschen, die der Echtheit der Geschichte skeptisch gegenüberstehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es das Beste ist, meine Geschichte mit anderen zu teilen, solange ich die Gesellschaft positiv beeinflussen und denjenigen, die verloren sind, Hoffnung geben kann. Ich erwarte nicht, dass jeder an meine Erfahrung glaubt, denn es gibt viele seltsame Phänomene auf dieser Welt, die nicht durch die Wissenschaft erklärt werden können. Aber es ist diese unerklärliche Erfahrung, die mir ein tieferes Verständnis für den Sinn des Lebens und das Geheimnis der Existenz gegeben hat. Indem ich meine Erfahrungen teile, hoffe ich, denjenigen, die verloren und verwirrt sind, einen Strahl der Hoffnung und Inspiration zu bringen. Wenn meine Geschichte sie dazu bringen kann, ihr Leben zu überdenken und einen sinnvolleren Weg zu finden, dann ist das die größte Bedeutung, die ich mit meiner Geschichte habe.